Mein Name ist Lars Tünz Feuerborn, ich bin Unternehmer und Podcaster und man kennt mich vielleicht aus dem ein oder anderen Fernsehformat wie Prince Charming oder auch der Dschungelersatzshow damals. Und ansonsten nutze ich meine Reichweite hauptsächlich dafür, um auf das Thema seelische Gesundheit aufmerksam zu machen und über psychische Erkrankungen aufzuklären. Hey Depression, vor 20 Jahren hast du mir meine Mutter genommen. Jährlich nimmst du deutschlandweit über 9000 Menschen das Leben. Alle 57 Minuten stirbt ein Mensch an Suizid. Allein in Deutschland belastest du 5,3 Millionen Betroffene mit deiner Anwesenheit. 100.000 Suizidversuche pro Jahr gehen auf dein Konto. 10 habe ich in meinem Umfeld miterlebt. 2 davon mit traurigem Erfolg. Ich bin schon in frühester Kindheit mit dem Thema Depression in Verbindung gekommen, wurde damit konfrontiert, dadurch, dass meine Mutter schwer depressiv war. Ich bin sogar als Hilfsmittel, als Plan geboren worden, weil damals die Ärzte noch gesagt haben, ach ja, Sie haben Depressionen, werden Sie mal schwanger, ein Kind könnte dabei helfen. Ich glaube, in der heutigen Zeit würden wir eher die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Und ich habe meine Kindheit damit zugebracht, halt meine Mutter immer in der Klinik zu besuchen, sie kaum bei mir zu haben, immer wieder mitzuerleben, wie die Depression immer wieder zurückkam und sie wirklich zu Boden gerissen hat. Und auch eine weitere Person aus meinem Umfeld ist betroffen. Da sind es aber nicht nur Depressionen, sondern auch viele weitere Diagnosen, also gerade so im Bereich Bipolar, Psychosen, Borderline. Und ja, das hat eigentlich meine ganze Kindheit extrem geprägt. Ich selber bin ganz gut da durchgekommen, glücklicherweise erstmal. 2012, 2013 hat es mich dann persönlich zerlegt so ein bisschen. Das lag daran, dass ich die Verantwortung für die andere Person aus meinem Umfeld übernommen habe. Auch nicht gewollt, sondern eher gezwungenermaßen. Und neben meiner Arbeit, zu der Zeit habe ich noch beim Rechtsanwalt gearbeitet, zusätzlich noch in der Altenpflege, weil ich das immer als Nebenjob gemacht habe. Und ich hatte halt so meine 50, 60 Stunden die Woche und war aber täglich auch in der Klinik und habe viele Gespräche mit den Ärzten geführt, habe mich um die Person sehr viel gekümmert. Und ja, da war dann irgendwann mein Energielevel mal vorbei und dann traten Symptome auf, die mir dann doch irgendwie auch sehr bekannt vorkamen. Also Lustlosigkeit, Panik vor Menschen, selbst Einkaufen wurde zur Königsdisziplin, irgendwie zur großen Herausforderung. Es waren Dinge wie, dass ich einfach angefangen habe zu weinen, ohne dass ich jetzt wusste, okay, was passiert gerade. Ich saß auf der Arbeit und wusste meine täglichen Abläufe nicht mehr. Und das Leben hat mich halt durchweg überfordert, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, das wird irgendwie nicht mehr ganz normal sein und ich brauche dringend jetzt Hilfe und die habe ich mir dann auch gesucht. Du hast meine Kindheit und Jugend sehr geprägt, ob im Kopf meiner Mutter oder anderer Personen in meinem Leben. Du hast mich so lange verfolgt, bis ich dem Druck nicht mehr standhalten konnte und mich dir als junger Erwachsener ergeben habe. Ich habe zu früh zu viel Verantwortung auch bekommen in meinem Leben. Also das erste Mal, wo ich einem Suizidversuch in Verbindung kam, war, da war ich 10 und war alleine zu Hause und da ruft mich jemand an und sagt, ja, die Person aus meinem Umfeld hat hier gerade versucht, sich mit Valium das Leben zu nehmen. Was sollen sie denn machen? Und ich als 10-Jähriger muss sagen, wie wäre es mit dem Krankenwagen rufen? Also das sind halt Sachen, das fordert sehr viel von einem. Und es war allgemein, also das ganze Familienumfeld war schon schwierig genug. Also zu Hause auch mit Gewalt und wo mein Vater halt einfach auch kein guter Vater war. Ich sage in der heutigen Sicht, wenn ich jetzt auf meine Kindheit gucke, meine Eltern hätten niemals Kinder haben dürfen. Da haben sich halt zwei Narzissten getroffen. Und das war eine sehr toxische Liebe auch, wenn man das so sieht. Also klar, es gab dann auch die Scheidung, das habe ich als Kind auch noch mitgemacht. Und das war noch alles kurz vor dem Tod meiner Mutter. Es gab auch bei uns keine Liebe. Ich kenne das nicht, dass meine Eltern gesagt hätten, ich liebe dich oder ich hab dich lieb. Also sowas gab es nicht, sondern wir hatten zu funktionieren. Wir standen so ein bisschen in so einer kleineren Öffentlichkeit. Und da ging es eigentlich immer nur um die Außenwirkung, dass das irgendwie gewahrt wird. Und das war schon schwierig genug, weil meine Mutter war ja die Verrückte. Und ich wurde ganz lange im Dunkeln gelassen über das, was überhaupt eigentlich passiert. Klar wusste ich, ja, Mama geht's nicht gut und die ist krank. Und habe immer mitbekommen, dann geht's zu dem Arzt, dann sind die bis ins Ausland gefahren, haben da irgendwie Möglichkeiten gesucht für die Heilung. Und es war damals einfach noch so ein schwieriges Thema, weil es einfach so ein Tabu war. Und ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn man halt wirklich mich als Kind mit reingenommen hätte und zumindest mal gesagt hätte, das und das ist Sache und damit ich das überhaupt verstehe, was da überhaupt passiert und warum ist meine Mutter eigentlich immer weg oder warum weint meine Mutter immer.
das waren halt relativ schwierige Momente, wo man als Kind dann natürlich das große Fragezeichen da stehen hat. Und ja, einfach mal so ein bisschen mehr Herzlichkeit, mehr Familienverbundenheit wäre, glaube ich, das gewesen, was auch geholfen hätte. Und nicht nur, ja, du gehst jetzt mal zum Arzt und dann wurde ich da als Kind auf Ritalin gesetzt, weil ich war in Anführungsstrichen hyperaktiv, was ich nie war. Ich war einfach ein aufgewecktes Kind und ich war ein verwirrtes Kind aufgrund der ganzen Familiensituation. Und ich glaube, da hätte man halt wirklich mal drauf eingehen müssen. Dank dir habe ich unzählige Tränen vergossen und war ausgelaugt wie nie zuvor. Mein letzter Ausweg war die Klinik. Hier lernte ich den Umgang mit dir. Doch diesen Weg konnte ich nicht alleine schaffen. Es braucht SpezialistInnen, die bereit sind, gemeinsam den Kampf gegen dich aufzunehmen. Als die Depressionen in mein Leben gekommen sind, das war halt dann stark zu merken. Und ich bin halt dadurch, dass ich eben diese Vorbilder in der Familie hatte, wie man eben nicht mit der Krankheit umgeht, nämlich dieses, ich habe es ja immer gesehen, meine Mutter zum Beispiel hat immer, wenn es ihr gut ging, die Medikamente abgesetzt. Das Schlimmste, was man machen kann. Also das ist so dieses Typische und das haben damals so viele gemacht, wo ich nie verstanden habe, wann checkt ihr endlich, dass ihr nur mit den Medikamenten leben könnt. Und für mich war halt ganz klar durch diese Negativ-Vorbilder, die ich da hatte in dem Fall, dass ich mir Hilfe suchen muss. Ich habe mir dann einen Psychiater gesucht und ich wurde dann krankgeschrieben, war über 3 Monate zu Hause. Den großen Fehler, den ich zu der Zeit gemacht habe, war, dass ich übermäßig viel Marihuana konsumiert habe, um mich halt noch weiter runterzuholen, um mich irgendwie aus allem rauszuziehen, weil mich das halt in gewisser Weise natürlich betäubt hat. Es hat halt dieses ganze Gedankenkreisen gestoppt und es hat mich aber immer noch weiter runter in den Sumpf gezogen. Und das war ein ganz großer Fehler, würde ich heute nie wieder machen. Also das ist so, wo ich einfach weiß, okay, das ist kontraproduktiv für den Heilungsprozess, sage ich mal. Und ich habe dann halt nach 3 Monaten gemerkt, okay, das wird nichts zu Hause, weil ich einfach auch nicht aus meinem Umfeld komme. Und dann irgendwann war bei mir die Nacht zum Tag gemacht und ich habe tagsüber geschlafen, habe irgendwie nur noch in meinem Bett gelebt und bin gar nicht mehr rausgekommen, habe den Hund nur noch in den Garten gelassen. Und also es war halt wirklich so, dass es immer schlimmer wurde. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich aber in die Klinik. Das Interessante ist an der Geschichte, dass in dieser Klinik, in der ich dann war, habe ich ein Jahr vorher die andere Person eingewiesen und habe dort ja auch mit den Ärzten gesprochen. Und irgendwann haben die Ärzte auch im Verlaufe dieses Jahres gesagt, weil dann ging es auch um Thema Vormundschaft und Sonstiges, dass ich mich zurücknehmen soll, weil sonst sehen wir uns wieder. Und dann saß ich exakt vor demselben Arzt. Also ich saß vor ihm, habe nur gesagt, so, da bin ich, das haben wir jetzt gut hingekriegt. Und er hat dann auch gelacht und hat gesagt, ja, okay, aber wir wissen halt auch ganz genau, was wir jetzt tun müssen. Sie müssen einfach lernen, sich um sich zu kümmern und einfach auch mal Nein zu sagen und müssen jetzt einfach mal von allem so ein bisschen raus. Und wir werden jetzt hier nicht viel machen. Und das Ergebnis war, dass ich letztendlich ein paar Gruppentherapien gemacht habe, Einzelgespräche. Und ansonsten war es halt Massagen und Fango, die ich da bekommen habe. Also es war halt wirklich mal runterkommen. Ein Runterkommen nach bestimmt 15 Jahren voller Spannung, voller Depression, voller Belastung für eigentlich ein doch recht kurzes Leben. Ich war damals 22. Und das hat sehr gut getan, da einfach mal rauszukommen. Und ab da habe ich gelernt, wie ich mit mir und vor allem mit meiner Seele umzugehen habe und wie ich mich auch schütze. Ich bin jetzt nicht rausgekommen und war sofort ein anderer Mensch, aber ich habe halt auch direkt mit einer Gesprächstherapie angefangen und habe dann wirklich gelernt, mich um mich zu kümmern. Und alle Faktoren, die vielleicht gerade die Krankheit fördern, aus meinem Leben zu löschen. Und das klappt sehr gut. Ja. Jedoch habe ich eben auch akzeptiert, dass du einfach ein gewisser Teil meines Lebens bleibst, auch wenn du nicht präsent bist. Ich habe akzeptiert, dass du jederzeit wieder durch die Tür spazieren kannst, um mein Leben aus der Bahn zu werfen. Doch das lasse ich nicht zu. Also es passiert mir natürlich auch mal zwischendurch, dass ich mich dann wieder irgendwie gehen lasse oder dass ich es schleifen lasse. Aber das Gute ist, ich habe mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk mir aufgebaut an Sicherheiten. Zum einen sind es meine besten Freundinnen, die ich jetzt seit 30 Jahren kenne. Das sind 2 Mädels, die kleinste Veränderung bei mir spüren, die sofort anrufen oder was sagen und mich wachrütteln und sagen, ey, müssen wir reden? Müssen wir irgendwie mal gerade gucken? Und wenn es akut wird, dann weiß ich halt selber, dann habe ich noch meine Therapeutin. Ich habe
eine Therapie mache ich immer fortlaufend, das ist einfach präventiv für mich. Das heißt nicht, dass ich jede Woche beim Therapeuten sitze, auch nicht jeden Monat. Das variiert, je nachdem, wie ich mich auch fühle. Wenn ich gut drauf bin und alles funktioniert, dann sehen wir uns vielleicht alle 3 Monate. Sie wollte halt letztes Jahr die Therapie beenden, weil sie sagte, okay, sie macht nichts anderes mehr, als meine Selbstreflexion zu bestätigen. Und wir wären eigentlich am Ende der Therapie und dann habe ich gesagt, ja, das mag sein, aber ich würde ganz gerne trotzdem in regelmäßigen Abständen mich reflektieren in der Therapiestunde und deswegen mache ich das auch weiterhin. Also klar, ich mache das privat, das läuft nicht über die Kasse, das ist natürlich auch ein Privileg und ein Luxus, den man hat, das kann sich auch nicht jeder erlauben, das weiß ich, aber das ist der Luxus, den ich mir gönne, um mich gesund zu halten. Wichtig ist einfach, gute Leute um sich zu haben, die mit auf einen achten. Also wirklich nochmal diese andere Seite beleuchten lassen von außen. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, gerade in dem Bereich mit seelischen Erkrankungen. Liebe Depression, du hast mir vieles im Leben genommen. Was du mir niemals nehmen wirst, ist die Freude am Leben und die Kraft, dir zu trotzen und meinen Willen für deine Sichtbarkeit zu sorgen. Nur so wird hoffentlich auch der letzte Mensch erkennen, was du bist. Eine hinterhältige und gefährliche Krankheit. Genau deshalb werden wir nie aufhören, dich zu bekämpfen. Denn das Leben ist zu wertvoll und du solltest in keinem Leben Platz haben. Also was ich wichtig finde, ist, dass man sich vor Augen hält, dass das Leben sich immer lohnt. Dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Und dass man vor allem bei all dem Trubel, den wir mittlerweile in unserer Gesellschaft haben, dieses Schnelllebige und vor allen Dingen Social Media, wo man auch aufpassen muss. Also wenn es einem nicht so gut geht, sollte man vielleicht nicht so viel Social Media konsumieren. Es kann helfen, es gibt tolle Beiträge, klar, aber es kann auch sehr viel in die Schräglage bringen. Und deswegen sollte man da bewusst mit umgehen. Wichtig ist, Nein sagen zu können. Das ist was ich jedem eigentlich mit an die Hand gebe, weil ich sage, schütz dich doch einfach, sag doch einfach mal Nein, weil wir fühlen uns immer so gezwungen und das ist der falsche Weg. Entspannungsinseln bauen, dass man halt sich rausnimmt und auch wirklich darauf achtet, Me-Time zu haben. Weil klar, es ist schön und auch so, wie ich in meinem Job viel unterwegs bin, immer unter Leuten bin, so gern bin ich aber auch einfach mal einen ganzen Tag einfach im Bett und bewege mich gar nicht und brauche die Ruhe, um wieder aufzutanken. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, gerade in dieser Ellenbogengesellschaft, die wir mittlerweile haben, einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und auf die Menschen um einen herum achten und da vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein, diese Menschen abholen, aber auch nicht überfordern, sondern mit Fingerspitzengefühl mit Menschen umgehen, aber einfach wieder ein bisschen mehr miteinander statt gegeneinander. Und Mama, du warst so stark, du hast gekämpft, aber am Ende doch verloren. Ich hoffe, dass egal wo du bist, die Depression dir nicht folgen konnte. Ich liebe dich.